Was ist deine Meinung dazu? Oft hören wir solche Fragen. Ja, eine Meinung zu haben ist wichtig. Sie stellt unsere innere Überzeugung dar. Diese kann eine politische Orientierung, aber auch eine persönliche oder religiöse Überzeugung sein. Aber solche Meinungen können mit der Zeit oder auch durch neue Erfahrungen revidiert werden. Vor einiger Zeit hörte ich ein Interview mit einem jungen Mann. Er war jahrelang als Satanist und Menschenfeind bekannt. Aber eines Tages ist er Besinnung gekommen und hat den Weg zu Jesus gefunden. Von solchen Menschen, die drogensüchtig waren, zu bestimmten kriminellen Gruppierungen gehörten oder sogar Teil einer Terrormiliz waren, hören wir hin und wieder. Sie haben irgendwann eingesehen, dass sie auf dem falschen Weg waren. Von einem Menschen, der einst ein überzeugter Jude war, hörten wir in der ersten Lesung. Ja, ich meine den Apostel Paulus. Er lebte seine Überzeugung bewusst und verfolgte Christen. Aber durch die Begegnung mit Christus erlebte er eine grundlegende und dramatische Veränderung. War seine Veränderung eine gute Entscheidung? Das ist eine Frage der Wahrnehmung. Sicher war sie gut für die Christen. Aber die Juden und die Römer waren da ganz anderer Ansicht. Trotzdem, wir sagen, dass es eine gute Entscheidung war. Warum? Weil Paulus auf den Weg der Gewalt verzichtet hat. Er ließ ab von der Verfolgung und Vernichtung der Christen, die bis dahin für ihn große Bedeutung hatte. Nun, nach seiner Begegnung mit Christus lebte er für den Frieden statt für die Gewalt. Allein aus diesem Grund kann man sagen, dass seine Entscheidung gut war. Außerdem sagte er Ja zu Christus. Das war und ist auch für uns heute besonders wichtig. Wir sehen, eine Meinungsänderung kann durchaus positiv sein. Das Evangelium vom Weinstock und den Reben sagt uns das Gleiche. Christus begegnen oder an ihn glauben heißt eine neue Entscheidung treffen. Sie bringt Frucht und schenkt uns Leben. Denn Christus selbst ist das Leben. Paulus entdeckte dieses Leben durch seine Bekehrung. Damit ist die Veränderung aber noch nicht abgeschlossen. Er hat das Evangelium Christi in die Welt gebracht und Menschen verändert. Er hatte auch den Mut, um Petrus zu korrigieren. Eigentlich ist das ganze Evangelium ein Weg zur Veränderung. Umkehr und Reue, die Jesus verkündigte, bedeuten dasselbe. Meine Lieben, Veränderung brauchen wir im Leben, wenn sie uns zum Guten führen. Wäre Paulus nicht bereit gewesen, seine Überzeugung und damit auch sein Leben zu ändern, hätte er sein Ziel nicht erreicht. Ja,
Stillstand bringt keine Erneuerung. Versuchen wir, unseren Blick und unsere Überzeugung zu weiten. Arbeiten und beten wir zusammen mit Mut und Hoffnung um Veränderungen, die uns zum Leben führen. Möge der Heilige Geist, der alles verändert und erneuert, uns dazu stärken. Amen.